Hallo, ich bin's wieder, euer Illyrio. Heute mit Diablo 3, mit dem Starterbild vom Barbar. Das ist das Set vom unsterblichen Königs. Im Würfelhammer drin, der Hammer der Richtspruchs, Mordrix Armschützer, Zusammenkunft der Elemente. Angezogen haben wir natürlich das komplette Set des unsterblichen Königs. Mit gesockelt mit Blau. Schultern haben wir an, Wut der Uran, Amulett, Schwur des Abenteurers, gesockelt mit Verderber der Mächtigen, kombiniert mit die Windhose, gesockelt mit Isildurer Wandel. Armschienen haben wir, Armschienen der ersten Menschen. Ring haben wir, Band der Macht, gesockelt mit Verderber der Gefangenen. Als Waffe haben wir Unbarmherzigkeit, grün gesockelt. Schallende Wut, grün gesockelt. Warum haben wir die Waffen? Weil wir am Anfang wahrscheinlich keine neue Waffe kriegen werden. Eine Türkise. Wenn das der Fall ist, dann baut ihr den Charakter so um, dass ihr die anziehen könnt. Weil die ist sowas von OP, die Waffe. So, und der Begleiter. Hat sich nicht viel geändert. Ich habe ihn jetzt so umgebaut, dass wir mit dem farmen können. Dazu haben wir im Kopf keinen an und die Hosen keinen an, damit wir mehr Erfahrung bekommen und mehr Paragon. Und Band der Weisen mit Gang der Weisen für mehr Atem. Natürlich alles mit Ring des königlichen Prunks kombiniert. Müsst ihr halt erfahren. Sehr wichtig, Armschienen der Nemesis. Für die Pylonen, Duft der Zeit und die Handschuhe der Huldigung. Zielsuchplatten und der Rest könnt ihr so machen, wie ihr wollt. Natürlich braucht ihr natürlich hier das Templer-Relikt, damit er nicht sterben kann. Geskillt haben wir alles links runter. Wenn ihr noch wollt, könnt ihr mit Einheit spielen, dann müsst ihr natürlich den Oculus-Ring ersetzen mit Einheit und die Windhose ersetzen gegen Einheit, wenn ihr mehr Zähheit braucht. So, geskillt haben wir Hammer der Uran mit Schlag, Kriegsschrei mit gewappnet, auf der 1 wütender Ansturm mit Ausdauer, auf der 2 Kampfrausch mit Blutvergießen. Auf der 3 Zorn der Besorgers mit Wahnsinn. Auf der 4 Ruf der Uran mit alle für einen. Unten drin haben wir Aberglaube, Gnadenlos, Nerven aus Stahl, Tobsucht. Ja, das war jetzt das mögliche oder eine mögliche Skillung für den Start mit dem Barbar. Könnt ihr ausprobieren oder verbessern, das war jetzt nur ein Anreiz. Ja, das war's dann auch von mir schon wieder. Probiert's aus, macht was draus. Ciao.